Diese Woche war schon ereignisreich. Die Ereignisse der letzten Tage haben Spuren hinterlassen, nicht nur Spuren der Verwüstung in Frankreich, in der Türkei und in anderen Gebieten dieser Welt, sondern vielleicht auch Fragen aufgeworfen, die wichtig sind. Wie sollen wir in Betracht dessen, was in der Welt geschieht, leben? Was sollen wir tun? Und als ich war jetzt die letzten Tage auch in Frankreich, und das war schon bedrückend, Tag nach Nizza zu sehen, wie am Abend in der Altstadt so schwer bewaffnete Soldaten Patrouille schieben. Das ist schon etwas Befremdliches und kann auch Angst machen. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass die heutigen Lesungen ganz genau dafür eine Antwort geben, warum so etwas vielleicht geschieht und wie wir als Christen damit umgehen sollen. Weil wir sehen in der ersten Lesung den Abraham, der am Eingang seines Zeltes sitzt in der Mittagshitze. Und das ist am Ende seines Lebens, das ist ziemlich hoffnungslos für ihn, kein Nachkommen. Er ist schon ziemlich alt, seine Frau nicht viel jünger als er, sitzt da vor diesem Zelt in der Mittagshitze, und das ist immer so eine Stunde, wo vielleicht, das habe ich immer im Studium gemacht, die tollsten Vorlesungen und Seminare waren um 3 Uhr. Das war gerade die Zeit bei mir zum Einschlafen, gut, also am Nachmittag. Und das ist schrecklich, da zu sitzen und etwas zu unternehmen. In so einer Lage befindet sich ungefähr Abraham. Also die Mittagshitze, es ist schwül, es ist heiß, keine Hoffnung für ein erfülltes Leben auf Nachkommen. Und dort kommt Gott. Und was er verkündet durch diesen Engel, der ihnen eine Botschaft bringt, ist eines, ist eine große Freude. Er sagt ihm, du wirst ein erfülltes Leben führen. Ein Leben, das von deinen Nachkommen weitergeführt wird. Und das ist eine Ankündigung der großen Freude. Abraham und Sarah können es am Anfang nicht wirklich glauben. Es wendet sich dann. Und irgendwann entsteht aus dieser kleinen Familie ein großes Volk. Ein bisschen ähnlich ist es auch im Evangelium, wo Jesus zu Martha kommt und dort zu Gast ist. Und in dieses Haus, in dem diese zwei Frauen wohnen, Martha und Maria, kommt eine, der Freude bringt. Und es geht jetzt heute nicht darum, zu schauen, welche es richtig gemacht hat, Maria oder Martha. Jesus verurteilt keine von den beiden, sondern vielmehr das zu sehen, was Maria auf den ersten Blick erkannt hat. Sie hat die Freude, die in ihr Haus kommt, wahrgenommen und bei dieser Freude geblieben. Martha eigentlich auch. Sie hat es nur mit der Zeit vielleicht ein bisschen aus den Augen verloren, weil es so vieles zu tun gab. Aber das Eigentliche, das Wesentliche in diesem Evangelium ist, dass die Freude, die Gegenwart Gottes in ein Haus einkehrt. Und ich glaube, das ist auch Antwort darauf, warum so viel Schlimmes in dieser Welt geschieht. Weil dort, wo ich mich an Gott erfreuen kann, wo ich mir die Freude an ihm bewahren kann, da wird mir sowas nicht in den Sinn kommen, andere Menschen zu verletzen, ihnen Schaden zuzufügen. Da werde ich mir 10-mal überlegen, wie ich mir diese Freude bewahren kann und mich nicht mit Dingen beschäftigen, die letzten Endes Leben zerstören. Und das ist meine persönliche Antwort, das lese ich auch aus diesen Texten heraus, auf die Frage, warum manche Menschen so schlimme Dinge tun. Aus dem einfachen Grund, weil sie die Freude an Gott entweder nie erfahren durften oder verloren haben. Menschen, die keine Freude an Gott haben, sind meistens nur verzweifelt oder unglücklich, aber auch sehr oft zu Dingen fähig, die
nicht gut sind. Und das andere ist, dass wir dazu eingeladen sind, in der Mittagshitze unseres Lebens, wo es manchmal so zugeht wie beim Abraham, wo man keine Hoffnung mehr hat auf eine Veränderung, wo man manchmal Dinge vor Augen hat, die diese Hoffnungslosigkeit herbeirufen. Wenn man sich das anschauen muss, was in Frankreich geschieht, wo einfach friedliche Leute feiern wollen und dann um ihr Leben gebracht werden, wo man dann sehen muss, was in der Türkei geschieht, kann schon eine Hoffnungslosigkeit aufkommen. Und in dieser Zeit lädt uns Gott stark ein, so wirklich jeden Einzelnen von uns, damit wir die Freude, die Gott uns schenkt, wahrnehmen und sie immer suchen. Wenn du sie nicht hast, brauchst nicht irgendwie besorgt zu sein, sondern dich einfach auf die Suche begeben. Und es ist nichts Verkehrtes, ein schönes, glückliches Leben mit Gott zu führen, wenn er dir eine tolle Familie schenkt oder Freunde oder einen Arbeitsplatz, an dem du dich erfreuen kannst. Das ist gut. Erfreue dich daran. Und versuche diese Freude auch dann weiter in die Welt zu bringen. Weil je mehr Menschen diese Freude erfahren können, desto weniger wird sowas geschehen wie in Frankreich, der Türkei und anderswo. Fröhliche Menschen bringen niemanden um. Das ist eine ziemlich simple, fast platte Wahrheit. Ziemlich seicht, würde ich sogar sagen. Aber das stimmt. Und diese Suche nach der Freude soll auch unsere Aufgabe sein, glaube ich. Also ich nehme mir das vor, das, was mir Gott an Gutem schenkt, wirklich wahrzunehmen, so wie es Maria gemacht hat und Martha auch ganz am Anfang. Ihn zu sehen, seine Gegenwart zu genießen, damit in meinem Herzen auch kein Platz für böse Gedanken oder Schlimmes ist, damit ich auch aus dieser wirklich großen Liebe Gottes, die man auch erfahren kann, heraus Gutes wirken kann. Ich weiß, ich wiederhole mich immer wieder mit dieser Botschaft, dass man sich auf das Gute im Leben fixieren soll, dass man das Gute vor Augen haben muss, damit man Gutes in dieser Welt bewirkt. Aber das ist der Kern des Evangeliums. Deswegen ist es fast jeden Sonntag bei mir dieselbe Botschaft. Erfreue dich an dem, was Gott dir schenkt. Lass es dir nicht nehmen. So wie Jesus über Maria dieses Wort sagt, diese Freude soll ihr nicht genommen werden. Auch wenn vielleicht nicht alles perfekt in diesem Haus ist, wenn vielleicht etwas zwischen Maria und Martha nicht gut läuft, wenn ein Streit sich anbahnt, wurscht, die Freude, die sie hat, soll ihr bewahrt bleiben. Und Gott möchte dich dazu einladen, bewahre dir diese Freude, die du vielleicht in deinem Leben hast. Und wenn du keine Freude an deinem Leben hast, begib dich auf die Suche. Bitte ihn um diese Gnade, das zu erleben. Dass du die Augen öffnen kannst für das, was er dir schenkt. Und dann hat das eine, also es hat zwei Auswirkungen solcher Lebenshaltung. Erstens, dass man selber von dieser Hoffnungslosigkeit, für die diese Mittagshitze beim Abraham ein bisschen steht, nicht überfallen wird, nicht voll in Besitz genommen wird, sich von ihr nicht bestimmen lässt, sondern immer etwas hat, wofür es sich lohnt, zu leben, zu kämpfen und anderen Gutes zu tun. Und die zweite Wirkung ist, dass wir diese Freude mit anderen teilen. Das ist für mich die Botschaft für diese Woche. Keine besonders aufregende, aber ich glaube eine gute Botschaft. Und es ist nicht so, dass ich jetzt alles kleinreden will, was schlecht in dieser Welt ist. Es ist da.
Aber wir haben auch die Mittel, die vielleicht auf den ersten Blick nicht besonders großartig sind, dieses zu bewältigen, in dieser Welt ein bisschen mehr Frieden zu bringen. Fängt immer beim Kleinen an. Es gibt keinen anderen Weg, außer du fühlst dich berufen, irgendwas Großes im Leben zu irgendwas Großes für die Welt zu vollbringen. Jede gute Tat ist etwas Großes, aber etwas für die Gesamtheit der Menschen. Dann mach es, zögere nicht. Und wenn du diese Berufung in dir nicht spürst, fang in deiner Umgebung an. Diese Woche ganz stark. Suche nach der Freude, die der Herr schenkt, und gebe sie weiter, damit die Hoffnungslosigkeit und die Angst, die sehr viele Menschen überfällt, in Anbetracht dessen, was um uns herum geschieht, nicht überhand gewinnt. Damit die Freude des Herrn in dieser Welt bewahrt bleibt. Das Beste, was es in dieser Welt gibt.